Servus, ich grüße dich, der Helmut hier und ich freue mich wirklich, dass du bei dem Video mit dabei bist. Ich lache schon wieder, ich habe irgendwie eine gute Zeit, aber das ist nicht das Thema von dem Video, sondern dieses Video richtet sich ja im Prinzip wahrscheinlich an dich, also an meine Zuseher, an meine Abonnenten und in dem Video möchte ich ein paar Dinge erklären oder richtigstellen, wie man das auch immer nennen mag. Aber bevor ich jetzt dann zu dem Thema komme, vorweg noch einmal, zunächst einmal möchte ich mich wirklich recht herzlich bedanken bei jedem Einzelnen, der mich in der letzten Zeit unterstützt hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur PayPal, sondern nette Worte, die ich per E-Mail bekommen habe oder sonst ein netter Kommentar unter dem Video. Wirklich recht herzlichen Dank dafür. Ich freue mich sehr darüber. Es hilft mir auch sehr. Das einmal so vorweg. Denn natürlich, das ist auch vielleicht gerade Thema auch zu dem, wo ich Videos gemacht habe, wie ich brauche nichts von niemandem, von dem Titel her. Da habe ich schon gemerkt, das hat nicht jeder so verstanden. Da habe ich auch gewusst, dass das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil es nicht für schwarz oder weiß ist, sondern weil es ein bunt gehaltenes Thema ist, wo es nicht nur schwarz und weiß und dann nicht nur Grauzonen gibt, sondern auch bunt ist. Und ich habe also durch diese Reaktionen, die dienen mir ja auch an mir selber zu arbeiten, an mir selber Sachen zu erkennen, das war aber jetzt nicht eigentlich das Video, mit dem ich brauche nichts, weil was ich jetzt gemeint habe, natürlich braucht man auch immer wieder irgendwie ein nettes Feedback, das ist wichtig für die Seele, das ist ganz klar und das habe ich damals ja auch nicht gemeint. Ich glaube, das haben eh dann die meisten so verstanden, ich habe es in einem Folgevideo noch einmal erwähnt, aber speziell eigentlich bei einem Video, wo ich gesagt habe, dass ich mich nicht mehr zu meinen privaten Beziehungen äußern möchte, dass ich das auf meinem Kanal ausblenden möchte. Da gab es durchaus negative Reaktionen und ich habe es wirklich nicht verstanden. Also deswegen, da ist mir eben aufgefallen, dass ich das scheinbar völlig, wirklich völlig falsch kommuniziert habe oder zumindest vergessen habe, wie vielleicht jemand das von einer anderen Seite sieht. Ich habe mich mit einem Freund stundenlang darüber unterhalten, weil ich mir dachte, irgendwie verstehe ich das nicht. Und er hat mir das gesagt, ja, wenn ich jetzt Zuseher wäre und dich nicht persönlich kennen würde, da würde ich mir auch denken, du beleidigst mich jetzt in dem Video. Und das hat mich, ja, deswegen haben wir stundenlang telefoniert, weil ich wissen wollte, wie das jetzt zustande kommt, weil das in keinster Weise meine Absicht war und ich auch in keinster Weise so etwas irgendwo im Video gesagt oder erwähnt habe. Was mir eben mein Freund erzählt hat, was ich aber auch aus einigen Kommentaren herausgelesen habe, war, ah, der beleidigt mich jetzt dann als Abonnent oder als Zuseher. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe ja gesagt, es gibt eine ganz kleine Gruppe, das habe ich, deswegen sage ich, es war nicht meine Intention, ich habe es auch nicht gesagt, aber wahrscheinlich falsch kommuniziert, dass das eben untergegangen ist, dass das nicht verständlich war wahrscheinlich für die meisten. Also es geht um ein ganz paar wenige, wo ich gesagt habe, es geht um die Privatsphäre und vielleicht hat da nicht jeder irgendwie die Videos vorher gesehen, wo ich gesagt habe, weil ich das Leben mit meiner Freundin oder mit meiner Beziehung öffentlich oder ja, ich habe eigentlich da war auch einige, haben geschrieben, ja, du hast dein Liebesleben breit getreten. Da möchte ich vehement widersprechen, ich habe es nicht breit getreten, ich habe es einfach geteilt. Ich habe nichts breit. Breit treten heißt eigentlich, wenn du etwas Kleines breiter machst, als es ist. Im Gegenteil, ich habe es eher klein gehalten, da ist ja viel mehr passiert. Ich habe da im Prinzip eher nur Ausschnitte gezeigt, aber ich habe es geteilt, oder Sachen, Ausschnitte geteilt, nicht breit getreten. Und zwar, warum das ja so war, war nett, weil ich habe es ja so verstanden, weil ich gesagt habe, es haben mir Leute E-Mails geschrieben und mich gefragt. Das ist nicht, dass mir diese Leute, die haben mich nicht genervt, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe jede E-Mail gelesen und da waren ja auch zum Teil sehr, sehr lange mit dabei. Und ich habe die nur nicht beantwortet, nicht weil ich mir irgendwas Negatives über diese Leute gedacht habe. Ich habe mir auch gedacht, ist ja logisch, dass der nachfragt, aber ich eben, wie gesagt, ich äußere mich jetzt dazu, aber ich äußere mich nicht dazu, wie jetzt dann irgendwie mein Beziehungsleben jetzt in dem Sinn ist. Warum? Weil eben, das habe ich eben gemeint, mit diesen Leuten, die ich da als eher negativ
abgetan habe oder sehr negativ abgetan habe, weil es für mich sehr negativ ist, das waren eben Sachen wie, dass Leute ein Penisfoto schicken zu meiner Freundin und sonst sehr unter der Gürtellinie, Angebote unter der Gürtellinie. Und das ist etwas, das kann man vielleicht machen, weil die meisten, eine YouTuberin, sagen wir jetzt einmal so, die halbwegs erfolgreich ist, die ist das eh gewohnt. Also mittlerweile habe ich in Thailand da ein paar Leute kennengelernt, die YouTube machen, ein paar weibliche, das ist, die wissen das. Dass es, ja, in meinen Augen ist so etwas krank, weil ich weiß nicht, was das ist, dass jemand hergeht, sich seinen Penis abfotografiert und das dann ungefragt irgendwelchen Frauen zuschickt. In meinen Augen eine sehr komische, eine nicht nachvollziehbare Weise. Und das habe ich gemeint. Davor möchte ich andere Leute schützen, weil das hat ja nichts mit meiner Partnerin oder mit irgendwelchen Leuten in meiner Umgebung zu tun. Das ist ja in meinen Augen die Krankheit von solchen Leuten. Und da habe ich nicht gesagt, das sind meine Zuseher, meine Abonnenten oder nicht nur nicht gesagt, also nicht gemeint. Kommuniziert habe ich es ja scheinbar völlig falsch. Ich habe es niemals gemeint mit meinen Zusehern im Großen. Das waren in etwa so um die 20 oder ein bisschen über 20 wahrscheinlich, die so Sachen gemacht haben. Aber dann ist einfach auch logisch, dass ich zum Schutz von dritten Personen natürlich diese ausblende und nicht sagen kann, ja, hier, du bist drauf, dann ist eben einer und dann, oder irgendeiner, der es vielleicht gar nicht bös meint, muss ja gar nicht unbedingt ein Spinner sein, aber jemand, der es gar nicht bös meint, sagen, ah, ich habe die gesehen auf Facebook, das ist wie hier und so. Und dann hast du diese echt sehr komischen Leute und die schreiben die dann wieder irgendwo an und daher habe ich gesagt, ich blende das aus. Das ist der Grund, um dritte Personen zu schützen. Das ist ja auch meine Aufgabe und das hat jetzt eben nichts damit zu tun. Das verstehe ich bis jetzt noch nicht richtig, dass es Leute gegeben hat, die gesagt haben, du hast doch dein Liebesleben breitgetreten. Das klingt, als ob ich uns im Bett gefilmt hätte und das war ja überhaupt in keinster Art und Weise so. Ich habe Videos gemacht, wo man irgendwohin zum Essen gegangen sind oder Früchte pflücken gegangen sind oder einen Tempel besucht haben oder sonst irgendetwas. Und ich habe natürlich auch gesagt, ich mag meine Freundin und ich liebe meine Freundin, was auch der Wahrheit entspricht. Ich habe da auch nie gelogen oder sonst irgendetwas, aber eben gemerkt, aufgrund von den Attacken, ich bezeichne das als Attacke, weil das ist eine Attacke in meinen Augen, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Also mich schockiert es eigentlich. Aber wie gesagt, also ich habe mit meinem Freund stundenlang telefoniert um das und auch noch wirklich darüber nachgedacht, mir das Video wieder angeschaut und mir gedacht, okay, ich sage eigentlich nirgends was, aber vielleicht kommt das irgendwie halt so an. Das ist ja immer, deswegen habe ich ja auch im Letzten das mit dem Telefon, da war ja auch so mit Clickbait und so, ich dachte mir, na, das ist ein ganz ehrliches Video, das ich gemeint habe mit den Farben, wie sieht man etwas. Das war nicht irgendwie bösartig gemeint, sondern einfach für einen selber und auch jetzt eben ja für mich, weil ich ja auch mein Video aus einer anderen Sicht sehe wie jemand anders. Aber es geht eben nicht darum zu sagen, aha, die Leute verstehen mich falsch. Wenn Leute mich falsch verstehen, heißt ja das, dass ich dementsprechend ja falsch kommuniziere, dass das falsch verstanden wird. Ich meine natürlich, man wird nie jeden zufriedenstellen, das weiß ich schon, aber das hat mich schon sagen wir mal, ein bisschen erschrocken. Danke für die vielen Guten. Es gab natürlich auch viele, die haben mir E-Mail geschrieben und gesagt, ja, verstehe ich voll, ich verstehe die Kommentare nicht, die das so verstanden haben, wie ich es gemeint habe. Aber es waren eben sehr viele, die mir eben E-Mail geschrieben haben und die ich auch schon länger kannte. Und man dachte, was meint der jetzt an? Ich habe nichts Böses gegen ihn, auch nichts Böses eben gegen Leute, die nachgefragt haben, sondern der Grund ist, wie ich es jetzt erklärt habe, ich kann ja nicht eine dritte Person heranziehen. Es war ja eh unter dem Video wieder diese geistig komisch denkenden Menschen, die dann ihren Namen runter reinschreiben, wo ich mir denke, Junge, also, aber leider ist das halt so, dass das halt, wie soll man sagen, technisch möglich ist. Technisch möglich, das klingt jetzt dann komisch, dass es halt in der Anonymität vom Internet halt solche Trolle dann halt irgendwie, keine Ahnung, was die da ausleben. Ne? Ja, und das wollte ich an und für sich in dem Video richtigstellen. Also es war nichts
Ich habe das echt nicht negativ gesehen, ich habe mich gefreut, aber ich habe eben gemerkt, weil mir halt Leute auch ellenlange E-Mails geschrieben haben und ihre Sichtweise darin erklärt haben, habe ich ja gemerkt, aha, der eine sieht das an und für sich so, der andere sieht es aber ganz anders. Der eine, es gab wirklich von Leuten, die gesagt haben, war der Freundin hat dich nur runtergezogen, das war grauenvoll, dich in den Videos mit ihr zu sehen, bist du, die hat da voll die super Energie gegeben, in allen, oder die gibt da voll die super Energie in allen Videos, wo die mit dabei ist, da hast du viel bessere Energie, viel bessere Ausstrahlung, merkt man und so weiter. Und deswegen meine ich, es sieht jeder so, das war dann die Idee eigentlich, warum ich das gesagt habe, dass jeder die Sache irgendwie anders sieht. Und ja, das ist aber auch nicht angekommen. Das heißt, ich nehme zur Kenntnis, dass viele oder dass manche Leute, oder in dem Fall wahrscheinlich eben viele halt auch, offensichtlich waren das ja viele, das vielleicht nicht so verstehen können oder wollen oder können oder von mir das halt so komisch kommt. Na, in dem Sinn ja war das vielleicht bei dem Video, glaube ich, wirklich. Ich arbeite noch immer dran. Das ist nicht nur so Klicks gewesen, dass ich gedacht habe, ich verstehe es jetzt schon. Es ist wirklich, dass ich mal bei Kommentaren und E-Mails wirklich durchgelesen habe von Leuten, wo ich gewusst oder wo ich weiß, auch wo ich mit denen schon vor Jahren im E-Mail-Kontakt war und mir gedacht habe, aha, der schreibt mir jetzt eine Sichtweise, die verstehe ich irgendwie nicht. Das dachte ich mir irgendwie, der muss doch wissen jetzt, wie das gemeint ist. Und das ist offensichtlich nicht angekommen, da denke ich immer noch nach, weil ich das Video angeguckt habe oder das Video nochmal angeguckt habe, nicht nur noch, sondern wirklich viele Teile oft zurückgespielt und mich gefragt habe, wie kommt es eigentlich, und ich habe die Einsicht noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Einsicht habe ich, dass es falsch kommuniziert ist, aber die Grundstruktur dahinter habe ich noch nicht verstanden. Aber ich nehme das eben zur Kenntnis, beziehungsweise nehme ich auch zur Kenntnis, weil viele Leute auch, jetzt nehme ich das in dem Video gleich einmal zum Anlass, auch sagen, ja, mach doch Content über Thailand, ich kann mit dem Psycho-Gelaber nichts anfangen. Und das habe ich aber auch erklärt, es geht ja in dem Kanal eigentlich, ich habe keinen Kanal jetzt wie andere Leute, die ja schon exakt auf Thailand irgendwie was machen, das war nie meine Absicht, ist auch nicht meine Absicht. Und es ist einfach nicht mein Ding. Also ich mache es gerne, wenn ich wohin fahre, ich mache gerne Videos über Thailand, erkläre auch gerne etwas über Thailand. Macht mal Spaß, auch wenn ich manchmal ein bisschen mit ein paar Thai-Wörtern und die Leute schreiben drunter rein, was das heißt, und wenn ich mit jemandem rede. Ich freue mich ja auch darüber, weil ich es dann nachvollziehen kann, weil es was ganz Ehrliches und wie sagt man dazu? Ja, Natürliches ist. Und macht mal riesig Spaß, aber ich habe keinen Thailand-Kanal. Und aufgrund dieser Trolle ist ja mein Leben extrem durcheinander gerüttelt worden, bis dass ich ja eben bedroht worden bin und echt mich nicht ausgekannt habe, was ist jetzt dann los, weil ich das mit diesen Internet-Trollen, und du bist in Thailand in einem komplett anderen Rechtssystem als in Europa wahrscheinlich, zum Teil. Das ist aber auch normal, also es ist nicht irgendwie, sagen wir es einmal so, wo ich Kind war, oder ich habe mir in letzter Zeit ein paar Derek-Filme angeschaut, und zum Beispiel, die sind in den 80er Jahren gedreht worden. Da war ganz normal, dass in dem Film gemerkt hast, dass die Frau vom Typen verdroschen wird vom Typen. Bis hin, ja, was ich, Hand gebrochen, Fuß gebrochen, weil er sie so verdroschen hat. Und es war normal. Das wird so, der Derek so, ja, das ist vermöbelt, ne? Verstehst du, da ist nicht so irgendwie, da wird der Typ angezeigt, eingesperrt, weil der brutal, dass heute wird so ein Typ sofort in den Knast kommen. Wenn heute einer seine Frau verprügelt, dass die ein gebrochenes Bein hat, kommt der Typ, glaube ich, sofort in den Knast, weil der gemeingefährlich ist, und zu Recht auch, also zu Recht. Und damals war das normal, obwohl damals gesetzlich das auch schon schwerst verboten war. Da war kein Gesetz, die Frau darf man verprügeln, dass die Knochen brechen, das gab es nicht. Aber es wurde nicht so gehandhabt, war auch so in mir, da ist der Mann draufgekommen, dass seine Frau halt Pornodarstellerin ist, dann verprügelt er sich, da ist nicht der Derek selber da gewesen, sondern, keine Ahnung, irgendwelche Assistenten von ihm so, schreit nein, so, hey, hör uns auf, die Frau zu verprügeln, der Typ sagt, es sind meine Privatangelegenheiten, und die ziehen danach ab. Also,
die wissen, da passiert jetzt ein Verbrechen im Prinzip und die sind weg. Und das war auch sehr viel so in Österreich, ich kenne es halt von Österreich, nehmen wir an, die Require Deutsche Sendung, war auch so, dass das, was Gesetz war, aber das, was kulturell damals halt noch von den Katholiken, ne, die Frau hat dazu gehorchen, was so in der Bibel steht und so weiter, ist das, was Gesetz war, nicht wirklich umgesetzt war, weil die Kultur eine andere war, weil halt aus der Bürgerkultur war damals, irgendwie wahrscheinlich. So, und hier in Thailand habe ich das Gefühl, ist das auch noch sehr stark oft, dass Kultur und Gesetz dass da zum Teil mehr nach der Kultur als nach dem Gesetz gehandelt werden kann. Nicht immer, also in Bangkok glaube ich jetzt ja nicht, aber in der Walahei, wo ich zum Beispiel war, draußen eher schon. Weil ich glaube, jeder Beamte weiß ja nicht so genau die Gesetze. Also auf der ganzen Welt ist das so. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, in Thailand wissen die das nicht. Ich glaube, dass viele Beamte weltweit nicht wissen, eigentlich, was ihre Kompetenzen tatsächlich sind. So, habe ich weit ausgeholt, direkt den Faden fast verloren jetzt an. Und daher, dass mir das passiert ist, bin ich ja weg nach Bangkok zunächst einmal, um mich da überhaupt einmal schlau zu machen und so weiter. Und mein ganzes Leben ist ja aus dem Ruder gelaufen und ich habe das ja in letzten oder in Videos davor erklärt, dass eine Beziehung mit so Trolls dann nicht mehr funktioniert. Das funktioniert ja nicht, wenn deine Freundin von solchen Trolls angeschrieben wird. Das war nicht gegen die Leute eben gemeint, die mich gefragt haben, was ist jetzt mit deiner Freundin? Das sind ja die meisten. Ich habe mal gedacht, deswegen ist wahrscheinlich so viel negative Reaktion, weil die meisten das vielleicht nicht nachvollziehen oder habe ich das vorher nicht kommuniziert richtig, was da wirklich die Probleme waren, warum ich sage, das geht so nicht, weil so kannst du auch keine normale Beziehung aufbauen. Das ist, du kannst nicht Radfahren, wenn da jemand mit einem Besenstiel in die Speichen reinfährt. Das geht einfach nicht. Leider ist es mir nicht möglich, wenn das jetzt beim Fahrrad wäre, abzusteigen und den Typen abzuwatschen und fertig. Das geht im Internet leider nicht. Durch die Anonymität können die halt, haben die gewisse Möglichkeiten zum Stören. Das ist auch nicht, dass ich jetzt rumheule, das möchte ich auch noch einmal sagen. Das möchte ich nicht noch einmal sagen. Das ist ja, da erkennst du eigentlich jeden Troll, wenn einer drunter schreibt, rumheult. Ich habe noch nie rumgeheult in keinem Video. Ich heule auch jetzt nicht rum, sondern es ist eine Herausforderung für mich, mehr zu wachsen. Aber ich muss eben andere Sachen, andere Wege gehen. Man kommt drauf, das ist so, so funktioniert das jetzt ja nicht mit den neuen Medien. Man kennt sich nicht so aus. Und das sind halt neue Sachen. Der Grund, jetzt noch, der Grund, warum ich ja überhaupt so mein Leben geteilt habe, auch in meiner Liebesbeziehung, also jetzt nicht die Bettgeschichte, ich habe keine Bettgeschichte, nichts geteilt, sondern dass ich jemanden mag und dass mir das gefällt. Und wo das auseinandergegangen ist zum ersten Mal so ein bisschen und wieder zusammen, weil das wichtig ist für uns, glaube ich. Ich freue mich auch darüber, wenn ich irgendwo ein YouTube-Video sehe, wo jemand eine ehrliche Geschichte aus seinem Leben teilt. Weil davon kann ich lernen. Du kannst nichts lernen von den Psychologiebüchern, die kannst du alle zusammen in die Tonne treten. Das meine ich nicht böswillig, das ist einfach so. Das ist irgendeine Pustekuchentheorie im Schnitt, nicht aus der Praxis. Und wenn da jemand aus der Praxis erzählt, dann funktioniert das. Das war ja in uns Menschen normal angelegt einmal, aber es gibt es ja heute nicht mehr. In Thailand gab es das ja noch, gibt es das zum Teil ja noch. In der Walahei. Wenn da irgendwo Probleme sind, dann reden Leute miteinander. Da heißt nicht, schlag gegeneinander ein. Wenn in einer Beziehung Probleme sind in Deutschland, dann Rechtsanwalt hier, der andere, ja, ich habe auch Rechtsschutz, und dann wird das vor Gericht ausgeschlägert und Hass und ich habe Recht und der andere hat Unrecht, total am Leben vorbei mittlerweile, in meinen Augen. Denn das führt zu nichts. Und hier hast echt noch so am Land draußen, wenn da die Probleme haben, das geht ja bis zum Wasipuebahn, das so eine Art Bürgermeister ist, wo die dann zusammensitzen, dann wird geredet, dann wird auf die Frau eingeredet, wie halt die in ihrer Kultur, das muss nicht, da würden viele nicht übereinstimmen, die von Europa, aber wie die das sehen und auf den Mann eingeredet, wie die das sehen, von den älteren Männern, die Erfahrung haben, die
schon 30, 50 Jahre verheiratet sind, selber 10 Kinder haben, 8 Kinder haben, die auch schon verheiratet sind und so weiter, wo das noch irgendwo, und davon kann man lernen, wo man sagt, ja hier, da war auch so ein Problem, man ist das so umgegangen. Und das ist eine gute Sache in meinen Augen, so wie ich das jetzt geteilt habe für mich. Das, glaube ich, ist eine wertvolle Sache, das habe ich ja, oder merke ich ja an Zuschriften, die ich ja bekomme zu dem, dass Leute oft mit den gleichen oder mit ähnlichen oder ähnlich gelagerten Problemen kämpfen und das einfach an Last abnimmt, dass man sieht, ah okay, ist normal, es ist einfach, oft ist gut, wenn man etwas weiß, oft ist ja, wenn man etwas nicht weiß, macht man sich mehr Sorgen, als wenn man etwas weiß. Ja, also das ist der Grund eigentlich, warum ich es geteilt habe. Ich habe das nie breit getreten, überhaupt nie, in keinster Art und Weise, auf irgendeine narzisstische Art und Weise oder sonst irgendwas, weil breit treten ist, aus einem Kleinen ein großes Ding machen. Das habe ich nie gemacht, sondern eher aus vielen einen kleinen Teil geteilt. Ich muss mal schauen, wie lang. Reden wir schon. Okay, eh nicht. So, und weil sonst, ich muss aufpassen, die Kamera hier, die schaltet sonst ab. Ja, und das war's eigentlich. Also herzlichen Dank, dass du das Video dir angeguckt hast. Ich würde mich wirklich bin echt wirklich neugierig auf die Kommentare von dem Video, wie das jetzt hier ankommt. Entschuldigung, noch nicht zu Ende. Was ich ja, du siehst, das wird mir auch angekreidet, du solltest das Skript haben. Ja, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich mache, aber mit dem Skript, das ist irgendwie etwas komisch. Ich bin halt ein Mensch und ich finde es toll, wenn man als Mensch redet und nicht ganz staccato dann irgendwo vom Skript abliest. Das finde ich irgendwie komisch. Was ich sagen wollte, und ich mache halt die Videos aufgrund von dessen, was mir passiert ist, und da geht es um das Mindset, dass mir, die mich nicht kennen, ich war vor 3 Jahren in einer extrem tiefen klinischen Depression, also nicht mit diesem, ich bin deprimiert, sondern mit dem am Morgen sich wünschen, tot zu sein und sich denkt, warum bin ich aufgewacht, weil am liebsten tot wärst, das ist klinisch depressiv, also wenn du nicht leben mehr willst, also nicht nur, oh, ich bin jetzt deprimiert oder so, sondern vom Wochenende mich zu Wochenende geschleppt. Und dieses Mindset, was ich da jetzt wiedergebe in, was eine 10, 11 Punkten oder so, das hat sich ja auch erweitert. Das habe ich damals übernommen. Ja, übernommen, kreiert, übernommen habe ich es jetzt nicht. Nicht die Punkte übernommen, sondern so wie das letzte oder vorletzte Video, was war das jetzt an? Über den Wir-Gedanken, da habe ich auch gemerkt, damit mein Freund telefoniert, der kann mit dem gar nichts anfangen, aber ist okay. Für mich eines der wichtigsten Sachen überhaupt, mit dem ich liebe alle. Manche können mit dem nichts anfangen. Das ist meine Sicht, wie ich gut damit zurechtkomme. Und ich weiß einfach, das ist nicht eine Idee, die ich habe. Ich weiß, jeder, der es übernimmt, kommt damit gut zurecht. Wer es nicht übernimmt, weil er sich denkt, na, ist den seine Sache. Ich weiß, wenn du hergehst und dann denkst, okay, es gibt ja die, also es gibt ja von diesen Wir-Gedanken, von wissenschaftlichen Studien oder von, sagen wir mal so, vom spinnersten Esoteriker bis hin zu wissenschaftlichen Studien alles. Also es gibt auch in der Wissenschaft diesen Gedanken des kollektiven Bewusstseins oder Unterbewusstseins. Ich glaube, der Carl Gustav Jung war der Erste, der über das kollektive Unterbewusstsein einmal so wissenschaftlich irgendwie Abhandlungen gemacht hat. Und da gibt es auch esoterische Spinner davon. Und ich habe das für mich pragmatisch rausgesucht, was für mich funktioniert im Leben. Und das sind einfach gute Sachen. Und deswegen mache ich jetzt eben mehr Videos über das, weil das hilft. Das hilft dir als Zuschauer, aber natürlich, wenn du halt Thailand-Videos schauen willst, dann guck da andere Sachen an, weil es ist halt so, wie ich das mache. Deswegen heißt das auch mein neues Leben. Es sollte mein Leben widerspiegeln. Und das ist jetzt eben gerade aktuell. Und dieses erweiterte Mindset finde ich eben richtig toll. Ich merke eben jeden Tag, du merkst ja, du fühlst dich besser. Du kommst auch wieder auf Sachen drauf, die du verdrängt hast oder die oft da sind, weil du kannst ja nicht alles wahrnehmen. So wie ich, wenn ich jetzt hier in dem Raum sitze, ich kann ja nicht alles wahrnehmen. Wir nehmen ja
keine Ahnung, von Studien, glaube ich, 3,6 Millionen Eindrücke war pro Sekunde, die, glaube ich, ins Hirn reinströmen. Aber wir können irgendwie nur um die 10 Sachen bewusst wahrnehmen in einer Sekunde. Also 3,5 Millionen oder über 3,5 Millionen geht wieder irgendwie raus. Das kann nicht wahrgenommen werden. Und ähnlich ist das ja auch auf dem Weg zur Glücklichkeit mit sich selber, mit der Selbstliebe. Das gibt ja immer so, man kann sich selber lieben, dann gibt es aber immer so irgendwelche Programme, weil unser Hirn ist ja nichts anderes als Programme oder Emotionen. Und oft merkt man, jetzt muss ich tatsächlich schon wieder schauen, oh je, ich schalte mal aus. Bin wieder da, so, es gibt es eigentlich gar nicht, dass ich dann doch noch rede, aber red für die Leute, denen es gefällt. Die Programme, bei mir war jetzt eine kurze Unterbrechung, die Programme, die merkst du ja nicht immer. Und so wie jetzt gehe ich ja das wieder wirklich, ich arbeite jetzt echt die letzten Monate sehr stark wieder an den Mindset-Punkten. Und das hat viel mit Fühlen zu tun, mit dem allerersten Punkt, dieses gefühlte Erleben. Da merkst du dann bei dir selber wieder, jetzt gerade in dem Augenblick, nicht in dem Augenblick, aber in den letzten 1, 2, 3 Tagen, merke ich die eigene Unsicherheit wieder. Ich merke, Junge, da ist eine Unsicherheit da. Man möchte natürlich immer vom Ego aus gerne nach außen gehen und sagen, hey, ich bin hier super sicher und Unsicherheiten gibt es nicht. Aber darum geht es eigentlich, das selber wahrzunehmen. Das wollen auch viele nicht. Ich weiß, die wollen lieber und dann sitzen die mit 70 am Sterbebett und mit 80 und können nicht abtreten, weil die merken, sie haben nie gelebt. Die haben aus Angst vorm Tod niemals zu leben angefangen. Nicht aus Angst vorm Tod, aber das ist wie Todesangst. Ehrlich zu sich selber sein ist ja schlimmer als Todesangst zum Teil. Und ich will das nicht. Deswegen finde ich ja mein Leben so geil. Ich kann es natürlich niemandem erklären. Das ist so, wie du niemandem erklären kannst, wie sich ein gebrochenes Bein anfühlt. Nur jemand, der ein gebrochenes Bein hat, weiß, wie es ist. Ein anderer, der weiß nur, es wird wahrscheinlich wehtun, aber der weiß nicht, wie es sich anfühlt. Deswegen kann ich niemand nachvollziehen, wie sich ein extrem geiles Leben anfühlt, wenn er es noch nie gehabt hat. Das ist wie Chinesisch reden für den, er versteht es halt nicht. Manche haben aber so das Gefühl, die denken, okay, es muss sich besser anfühlen, ich gehe dahin. Sehr oft oder meistens machen es eigentlich Leute erst dann, wenn der Schmerz so groß ist, dass sie gar nicht mehr anders können. Bei mir war es nicht anders, muss ich ja ehrlich sagen. Bevor er nicht komplett zerdeppscht und zerschellt vor den Trümmern meines Lebens gestanden habe, habe ich auch nicht angefangen, wirklich den Urpunkt meiner Probleme zu behandeln. Und ja, deswegen verstehe ich auch jeden, der das jetzt nicht nachvollziehen kann, der sagt, okay, ich will das nicht, aber jeder Einzelne, dem das hilft, das ist sehr wertvoll für mich. Ich freue mich natürlich darüber und ich finde es schön, weil ich einfach weiß, je mehr Leute das machen, je mehr Leute wissen, dass man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ein viel gefühlt besseres Leben hat. Frei von Depressionen, frei von Ängsten, frei aber freier, sagen wir mal so, so wie ich sage jetzt, dann merkst du wieder, aha, ich habe da Unsicherheit. Wo ist die Unsicherheit? Es ist noch immer so ein bisschen Unsicherheit, wer bin ich eigentlich? Ist das so okay oder ist das so nicht okay, der Weg, den ich gerade gehe? Aber es ist auch okay, sich selber in Zweifel zu stellen. Das macht ja der Fließbandarbeiter, nicht, dass wieder jemand sagt, ich sage was gegen Fließbandarbeiter, im Schnitt nicht. Also ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet, FRC hieß das, Fercher und C, irgendwie eine Möbelfabrik. Da war meine Erfahrung, die Leute, die am Morgen zum Fließband gehen, die denken nicht nach übers Leben. Das ist für die, da gibt es sehr gute, von einem österreichischen Liedermacher, Obe vom Pantl, erster Hund trifft, zweiter Hund trifft auf, gelernt hat es nichts, wozu denn auch? Für Leute, die eigentlich unzufrieden sind im Leben, aber eigentlich nur 2, 3 Handgriffe das ganze Leben machen und warten, bis sie irgendwann mal in Pension sind und in Pension und dann aber und dann aber und dann aber nach dem ersten Kind, nach dem zweiten Kind, wenn das Haus abbezahlt ist und so weiter. Und irgendwann ist man dann 80 und das Leben ist vorbei und man hat nie gelebt. Und Gott sei Dank habe ich mit 45 die Idee bekommen. Ich habe aber auch schon vorher gelebt, aber trotzdem niemals echt. Das habe ich eh in Videos vorher erklärt, warum das so ist.
einem Video, wo ich sage, warum ich nach Thailand ausgewandert bin. Und jetzt fühle ich, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Es klingt irgendwie arrogant. Ich denke mal, klingt es arrogant, wenn ich sage, fühle mich total glücklich, aber es ist tatsächlich so. Es ist mir sehr viel egal. Vor 3 Jahren, da war mir so vieles nicht egal. Da hatte ich nichts. Verstehst du, eh so wie, du bist eigentlich tot so gesehen und hast trotzdem Angst vorm Sterben, obwohl eigentlich eh tot bist, obwohl dein Leben tot ist. Da haben wir das nicht, ich will nicht dahin und dahin und das will ich nicht, wo ich heute sage, ja, wenn es so ist, dann ist so, wenn es so ist, dann ist so. Allein wie ich jetzt dann so vom Leben durch die Gegend geschüttelt bin, durch verschiedene Stationen in den letzten Monaten, wo ich überall war, ohne Stabilität irgendwo zu sein, es ist irgendwie cool, es ist echt so ein bisschen, kommt neben der Philosophie von Bruce Lee, be water, my friend, irgendwie vielleicht näher, die ich damals nicht verstanden habe, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe es verstanden, wo er gesagt hat, wünsch dir nicht, dass es leichter wird, wünsch dir, dass du besser wirst. Und ich hoffe, ich werde besser in meiner Kommunikation, dass wenn ich Sachen sage, die zumindest so ankommen, im Großteil so ankommen, wie ich die auch meine. Das war das Erste, was ich auch damals von Liron Hubbard gelesen habe, dem Gründer von Scientology. Ich wollte da immer mal mit dazu. Das hat mich total begeistert. Der Freund von mir, der hatte die Gelegenheit, der ist aber abgehauen am Seminar. Ich dachte mal, was für ein komischer Typ. Ich wollte da unbedingt hin und mir haben es nicht genommen. Ne? Das war immer so eine komische Sache, weil das, da ging es auch um die Kommunikation, was du sendest und was beim Empfänger ankommt. Und das ist ja, das ist nicht nur Wissenschaft, sondern wahrscheinlich mehr noch als eine Wissenschaft. Also ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du bis jetzt mit dabei warst, dann gehe ich ziemlich stark davon aus, dass du nicht nur ein Thailand-Fan bist, sondern dass du an dir, an deiner Persönlichkeit auch arbeitest, mit mir. Und das Schönste, was es überhaupt gibt, so wie mit mir, ist ja wirklich live zu sehen, wie jemand von zu Tode tiefst betrübt, jetzt dann aber nicht eben auf krankhafte Weise, sondern bei mir ist ja das jetzt über 3 Jahre gegangen, wirklich dann hergeht und sagt, super, ich fühle mich gut, ich bin noch nicht am Peak irgendwie, deswegen sage ich, es fehlt mir noch immer ein bisschen was, deswegen ist gut jetzt dann wieder mit dem Mindset, mit diesen Punkten zu arbeiten, weil das in mir Sachen hochbringt, die ich dann verbessern kann. Und das live zu erleben, nicht von jemand aus dem Buch, wo er die Hälfte hinten nach vergessen hat, ist das Beste, das es gibt. Und deswegen, ich freue mich für dich, dass du mit dabei bist. Sag Dankeschön. Danke noch einmal an jeden, der mich unterstützt auch. Ich freue mich sehr darüber. Also wie gesagt, nicht nur PayPal, es sind wirklich, oder auch wenn Leute mir über PayPal dann etwas unten hin dazu schreiben, ich freue mich, ich lese das auch, ich freue mich darüber. Herzlichen Dank, alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus.